Große Kiste oder kleine Kiste ins Lager? Was, große oder kleine Kiste ins Lager? Ins hier rein. Hier in diesen. Hier? Eine große, ja, eine große. Große. Wir halten uns nicht auf mit so kleiner Scheiße mehr. Okay. Da halten wir uns nicht mehr mit auf. So, jetzt eben kurz. Müsste jetzt Graffiti sein. So, pass auf, da will ich mal eben kurz gucken, weißt du, jetzt ist jetzt scheißegal, ob jetzt Tag ist oder nicht Tag ist oder wie auch immer. Ich möchte jetzt ganz gerne mal hier gucken vom Hausbau her. Jo. Was wir da jetzt brauchen, damit es weitergeht. Genau. Und vielleicht könntest du dann mal das, was wir mal vor ein paar Folgen vorhatten, ne, dass du dann eventuell da unten auch mal ein bisschen craften kannst. Jo. Was wir mal so ursprünglich angedacht hatten. Ottifanten. So, ah ja, geil, genau, da hatte ich ja abgesichert. Genau, das ist ja unsere Terrasse hier, genau. Oh, die lasse ich mal auf. Hm? Was wollte ich denn jetzt noch? Mensch. Ja, die Steine zurück. Ach, und dann oben als Aussichtsplattform oder wie habe ich das gedacht? Jetzt muss ich mir echt erstmal überlegen, was habe ich mir überhaupt hierbei gedacht? Und die wichtigste Frage, hatte ich überhaupt dabei gedacht? Hm. Ich glaube, wenn ich das jetzt beantworte, zieht das wieder Konsequenzen nach sich. Ja, das glaube ich auch. So, habe ich. Pass auf. Scheiße, ich sehe, ich muss auch noch Pillar. Hör mal, kannst du diese Böden machen, also diese Sailings, also die Decken? Ja. Mach davon mal ruhig ein paar. Ja. Mach ich. Ja. Das wäre ganz nett. Pass auf, von den Sailings brauchen wir ein paar. Und dann brauchen wir einige von den Window-Elementen. Ja. Wird erledigt. Das ist sehr schön und du hattest gerade wieder eine kleine Störung gehabt. Echt? Oh Mann. Osama Bin Laden ist tot, die Sau. La 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 la. Alter, wenn du hier runter gehst, hast du aber auch ist hier schwindelig, ey. Ja. Hast auch einen Drehwurm. Wurm. Da musst du aufpassen. Dass du nicht aufstößt. Ich sag ja, wir brauchen da unten in der Ecke noch so einen Kotzeimer. Noch so einen Kotzeimer. 150 Sekunden. Das dauert so lang. So, mal auf, ich nehme mal vorsichtshalber auch nochmal hier Pillars mit. Was haben wir hier noch? Ne, die Wände darf ich nicht benutzen, weil da kommen überall Fenster rein. Alter. Okay. Was machst du gerade? Oh, ich mache deine Sailings. Wie viel? 10 Stück. Dauert ewig. Wie lange noch? Noch 120 Sekunden. Okay, pass auf. Zwei kleine Minütchen. Ich mach mal die Window. Genau. Hilf mir. Ach nee, das war jetzt unten wieder, ne? Genau, bei unten bei dem Haus. Wood Window. Genau. Genau, Wood Window. Da mache ich. Hier neben dem Kamin. Da mache ich jetzt auch mal direkt erstmal 10 Stück, dass ich schon mal mit arbeiten kann. 66 Sekunden. Wie lange brauchst du noch? 75. Ah ja gut. Dann kannst du mir die gleich geben, wenn sie fertig sind. Ja, dann mache ich erstmal Woodplanks, weil ich habe mir gerade noch Rohholz aufgenommen. Ja, dann mache Woodplanks, genau. Das ist ganz gut, weil ich möchte jetzt ganz gerne, weißt du, dass wir da oben, dass wir dann den Ausguck, dass der fertig ist, dass wenn wir nach oben gehen, dass wir dann auch einen Sinn haben, dass wir dann da ne, direkt diese Plattform haben, wo wir nach allen Seiten dann rausgucken können. Genau. Von ganz oben. Und das ist mein Ziel. Gucken, lucken. Und nicht auf den Boden spucken. Drum, Kinder, gebt gut Acht. Der Reichsgraf hat euch Weisheiten mitgebracht. So,
So, ich habe noch 10 Sekunden auf dem Tacho und 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Als wenn das immer langsamer geworden wäre, ey. So, Ötzelchen, hast 12 Sekunden noch. Was, ja, kannst du das nicht beschleunigen, Mann? Nee, nicht, funktioniert nicht so. Nicht das beschleunigen. Oh, ich hab mich nur schnell gewaschen. Das will ich auch hoffen, nachdem du das in der Hand hattest. So, was ist jetzt hier? Ja, hier. Also, falls du irgendwie mal einen Freiraum hättest, ne, gerne davon mehr, ne? Ja, mach ich. Was wir natürlich jetzt gleich ganz viel brauchen, und das könntest du vor allem auch machen, sind die Fensterstäbe. Oh, was denn noch alles, Mensch? Ja, was denn noch alles? Alter, jetzt hat er gerade eine Sache gecraftet. Du alter Pillemann. Du doof, du. Doofkopf, du. Du bist immer zweimal döfer wie ich, egal was du sagst. Möchtest du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Kreuze an. Niemals. Aber nur bei ja. Ich habe schon früher das Kleingedruckte bei Verträgen geschrieben. Oho. Das so. Waren noch Zeiten. Das waren noch Zeiten, oh ne? Als man noch Verträge gelesen hat. Ja, das, meine Damen und Herren. Genau das waren Zeiten gewesen. Ja, vor allem früher wurden ja noch Briefe geschrieben. Ne? So diverse ja. Briefe. Heute muss man Leuten erklären, was Briefe sind. Ja, genau. Nee. Hier, muss ich mal gucken. Gut, dass ich Pillar mitgenommen habe. Ey. Mir fehlen nämlich noch welche, weil ich da nämlich nie dran kam, weil ich das so hochgebaut habe hier schon immer. Nee, da kamen die Pillar gar nicht mehr dran, nur mit den Füßen, du. Jetzt sind Pillarfüße hier, du. Ha, da ist so einer. So. So, was haben wir jetzt? Sailing wolltest du haben, ne? Ja, mach aber erstmal Gitterstäbe. Na. Mach ich. Moment. Alter, hör auf, ich kann die Maus nicht mehr ruhig halten. Verlachen und ich bin am Bauen, ey. Moment. Alter, ich darf mich nicht verbauen. Alter, ich kann nicht mehr verlachen. Wenn ich da hochkomme, da steht ein Leuchtturm auf dem Dach, schlage ich dich. Da ist ein Leuchtturm am Dach. I am sailing. Aber mach erst Gitterstäbe. I am sailing. Ach, du hast schon gecraftet, ja, du so Penner. Circa in 60 Sekunden kann ich dann Gitterstäbe machen. Weil du die Sailing schon gemacht hast? Ja. Wie viel? 5. Die werden wir nie brauchen. Nein, stimmt nicht, nein, aber lustig. Alter. Du solltest aber dann wirklich mal durchzählen, wie viel wir davon noch brauchen. Von den Gitterstäben? Nee, von, ja auch. Weil die dauern extrem. Nee, ja auch. Die dauern lange. Also, ja, Mama. Also pass auf, von den Gitterstäben. Gut, da könnten wir eher. Nee, machen wir auch. Eins. Da lassen wir den weg. Nein, lassen meinen. Machen wir auch. Ja, zu Mama. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Ich will gar nicht sehen, wie neun, zehn, elf. Elf auf jeden Fall. Elf Stück. Oh mein Gott. Nämlich Reichsgraf, da hat man doch schon drüber gesprochen. Hier ist doch schon wieder der Ofen aus, was ist. Hä? Ja, ja. Der Ofen ist bei dir schon lange aus. Da ist ja der Traurige an der Sache, weißt du. Warte. Ich muss mich konzentrieren, kann nicht lachen. Was wollt ihr jetzt haben? Metallstäbe. Wie viel wolltest du? 11, ne? Alter, ich musste mich muten. Ja, 11 auf jeden Fall. 11 okay. Brauchen wir, ja. Komm, mach 12. Mach 12. Der geht mir auf den Sack. Jetzt habe ich bei 11 schon gedrückt.
weißt du, ach, lass die Gitterstäbe weg. Wir machen gar nichts rein. Okay. Ja, dann macht die Elfe, die Chimäre. Ja, ja, sind ja bloß 1100 Metallfragmente, ne? Einmal die Elf. Einmal, weißt du was? Ich genieße das hier gerade. Was denn? Die Ruhe? Die Aussicht. Ach so. Alter Mann. Ey, was ist da? Was los? Ach ja, sicher, klar, das ist ja auch so ein Schornstein. Oh, der mit seinen Aussetzern. Jetzt sieht man das erstmal hier alles, weißt du, unsere berühmte Mauer da hinten am Haus, ne? Ja. Von hier oben kannst du jetzt richtig die Gebäude sehen. Ja. Und dann, der hat ja auch da so einen riesen Schornstein, da achtet man nie drauf, wenn man unten steht, weil da so eine hohe Mauer ist. Du guckst irgendwie automatisch nur auf diese hohe Mauer. Ha. Aber von hier oben, Alter, das sieht so geil aus. Und da ist auch der Hangar, während du da unten im Keller bist. Und dir einen schlackerst beim Craften. Ja, so schnell wie immer, genau. Fertig. Da bist du echt Meister drin. Fertig. War so ganz fertig. Ich bin fertig. Ich war wieder Erster. Alter, das ist so einmal. Ey, weißt du was? Eigentlich müsste man den noch höher bauen, ey. Nein, nicht noch höher. Ach, hör doch auf. Das wird ja dann ein Wolkenkratzer. Ja, sicher. Kratz. Ich will auch eine Wolken kratzen. Hör mal jetzt mal ohne doch, Scheiß. Von mir aus abkratzen. Ich schieb dir die Waffe in deinen Arsch und drück ab. Aber mach vorher den Schalldämpfer raus. Oh, da muss ich gerade an so einen Film denken. Ja, hör mal, aber jetzt, woran du denkst, interessiert keine Sau. Das sieht geil aus. So, jetzt erzähl mal, woran du denkst, weil ich muss erstmal husten. Ja, an Crank. Ich glaube, der zweite Teil war das. Er hustet lang. Er hustet an was? Sehr lang. An Crank. Der Film mit Jason Statham. Der hat mir nichts gegeben, der Film. Ich habe Teil 1 mir einen Moment angeguckt. Fand ich mega. Und ich glaube, ich habe nach 20 Minuten oder spätestens halbe Stunde habe ich ausgemacht. Fand ich irgendwie langweilig. Oh, wieder nicht verstanden. Naja, was bist du? Vanessa. Das sagt mir der Richtige, weißt du, der so Störungen wieder hat, ne, in der Sprache gerade. Echt? Morgen. Ja, echt. Hast du wieder Pornofilme irgendwie im Download? Nein. Im Upload ist ja noch schlimmer. Lädst du wieder welche hoch, ja? Hast du das gesagt? Ja. Machen. Alter, ich hab dir schon mal gesagt, auch wenn es nur kleine Hasen sind, auch das ist verboten. Es sind Tiere. Es sind Tiere. Schön, wie du da so stehst an der Workbench. Oh, er steht hinter mir, Hilfe. Nee, neben dir. Du hast ein komisches Gefühl, was hinter dir steht. Ist das deine Taschenlampe? Nein, ich freue mich so sehr, dich zu sehen. Sehr gut. Das freut mich auch. Ja, hör mal, die Öfen hier sind alle aus. Er kümmert sich da ja richtig gut rum, ne? So um die Öfen und alles, ne? Was, die sind aus? Quatsch, links neben mir, da brennt doch noch. Ja, aber der andere hier ist aus. Mit der muss man Holz reinstecken. Oh, er hat wieder ganz schlimme Aussetzer. Ich habe nur 4 Holz dabei. Habe ich jetzt reingemacht, aber das bringt natürlich nicht viel, 4 Holz. So, was da ist, hast du jetzt? Ja. Ja, wo ist er denn? Alter, der ist doch gerade irgendwo von bei mir vorbeigegangen. Machst du die rein oder was? Nein, wo bist du? Ja. Ja, Alter, jetzt schmeiß mich, mach dich kaputt. Schmeiß mir jetzt alles zu, was du gemacht hast, nicht. Wie das alles? Alter, was hast du denn jetzt die ganze Zeit vorm Ofen gemacht? Ja, okay, ich will's nicht wissen. Alter, das kannst du. Ey. Ich dachte, das wäre ein Scherz, was du da gemacht hast die ganze Zeit. Ich dachte wirklich, du craftest. Wir haben doch gesagt, wir sind zu uns ehrlich. Wir haben doch gesagt, wir sind zu uns ehrlich. Obwohl, liebe Zuschauer, das stimmt. Das haben wir wirklich gesagt. Und dazu gehört auch, wenn einer mal schlackert, dann sagt das dem anderen. Richtig. Ne? Also wenn schon ehrlich, ne, dann richtig ehrlich. Ja. Ne? Und nicht so wie so kleine Kiddies, ne, die wir auch so in letzter Zeit mal so erlebt haben. Ne? Ja, die nur den ganzen Tag Scheiße erzählen. Leider.
Leider. Da haben wir ja immer wieder so ein bisschen, da könnten wir schon wieder Geschichten erzählen, nur Mann. Wir wollen ja mal nicht ausschweifen, ne? Wir wollen nicht ausschweifen, genau. Wir wollen nicht aus, apropos Schweif, hast du immer noch deinen, dein Teufelsschweif? Ich dachte, er fragt uns wirklich. Hast du es gesagt, der fragt das wirklich? Nee, ich habe gesagt, ich dachte jetzt schon, du fragst das wirklich. Das andere, was du im Kopf hattest, weil da hatte ich mir schon eine Antwort parat gelegt. Okay, was gibt die Antwort? Nee, lass. Das geht hier nicht hin. Sag's jetzt. Wegen dem Pferdeschwanz. Meintest du das vielleicht nicht? Hör mal zu. Du in Verbindung zu einem Pferdeschwanz, der richtig groß ist. Jetzt mal ganz ehrlich, wie unrealistisch bist du? Ja gut, passt mehr zu dir. Oh, Herr Reichsgraben, bla bla bla. Eben. Ameise pissen durch den Wald, ja. Ne? Haben wir es wieder. Eben, Ameise pissen durch den Wald, ganz genau. So muss es sein. Wenigstens weißt du jetzt, wie die Fronten sind. Verhärtet, sie sind verhärtet. Oh, verhärtet. Verhärtet. Geil verhärtet. Die Werkbank wackelt. Manche Sachen müssen richtig verhärtet sein. Moment. Nicht, dass ich hier was Falsches baue, denn der Herr, der ist ja nicht hier, um mal zu leuchten, ne? Da ist der Herr sich ja hier viel zu schade für, ne? Der leuchtet dir gar nicht, ne? Sei doch still. Hey, komm du mal der DSDS, ey. Ich, ne? Ich mach dich nackig und dann popp ich dich. Ich komme so. Wir haben eine vergitterte Zukunft vor uns. Geil, aber ich musste, ja pass mal auf, ey, jetzt ohne Scheiß, meinst du, sollen wir echt Feierabend machen hier oben? Naja, wird's jetzt nicht übertreiben. Ja, was heißt nicht übertreiben? Ganz ich, Feierabend, endgültig oder nicht? Komm dann gleich mal geguckt. Du kommst dann gleich mal geguckt? Ja, ja dann 20 beeil Sekunden. Dich mal. Ja, dann beeil dich. Weil die Folge geht nämlich in absehbarer Zeit zu Ende. Ja, ja. Ey, musst du dich beeilen, ey. Ey, hast du ungefähr noch 3,5 Minuten, ey. Immer. In 3,5 Minuten, ne? Ey, da habe ich die meisten Lieder für Modern Talking geschrieben. So. Ne? Und die meisten habe ich komponiert, als mir der Klopapier runtergefallen ist in die Toilette. Das hat so einen Sound gehabt, da habe ich gesagt, das kannst du für moderne Unterhaltung nutzen. Und dann habe ich gedacht, ne, komm, mach mal ein bisschen Englisch, ne, und nenn das mal Modern Talking, ne. Da habe ich da. Ja, oder da habe ich doch den anderen, den Anders hieß er. Der hieß irgendwie Anders, aber war toll. Ja, was aber, ist das denn? Ja, aber schön, dass du jetzt hier, ne, was ist das? Wo dunkel ist, guckst. Was ist das? Da ist unser Ausgucken, man kannst du rausgucken, aber du kommst ja, wenn dunkel ist. So, jetzt ist die Frage. Endgültig? Feierabend? Ja. Bist du ganz sicher? Ja, das ist schon so hoch. So hoch, nur weil du nichts anderes gewohnt bist. Also meinst hier oben Feierabend? Ja. Schluss. Dann mache ich nämlich jetzt zu. Genau, mach zu. Guck zu, wie ich zumach. Zu. Zu. Das heißt, das ist safe hier. Ja, safe. Gut, ne? Ja. Und wozu brauchst du jetzt das ganze Zeug hier unten? Mach mal die Tür auf, bitte. Komm da ja nicht rein. Hier ist gar nichts, aber willkommen. Oh, geh mal raus. Oh, nein. Ja, gehst du jetzt mal raus? Gehst du jetzt mal raus? Das hier habe ich nur als Option eingebaut. Ach so, okay. Wenn man dann später mal andere Etagen noch hinzufügen möchte, kann man, siehst du? Ah. Das habe ich einfach als Option genommen. Ja. Schön. Na? Hm?
dass wenn wir nochmal mehr Platz brauchen, können wir es machen. Aber ich muss das ja hier auch zumachen, ne? Damit wir hier safe sind. Siehst du, und das ist dann sozusagen bis jetzt unsere Dachterrasse. Ah, cool. Und du siehst, hier habe ich nur die Pillar hochgezogen. Ey, das sieht geil aus, oder? Das sieht gut aus, ja. Das sieht echt nicht schlecht aus. Das lassen wir so. Ey, jetzt ohne Scheiß, das ist echt nicht schlecht, ne? Ja, lassen. Da so hochgezogen, ne? Und dann da so drüber, ne? Geil. Ja. Ja, und wie gesagt, hier hätten wir jetzt als Option 3 weitere Etagen. Ja. Als Option. Genau. Ne? Nee, das ist ganz gut. Ich glaube auch, das ist ganz easy so, ne? So haben wir da unseren schönen Ausguck. Das sieht jetzt architektonisch, finde ich, echt gar nicht mal schlecht. Also sieht gar nicht mal schlecht aus. Und wie gesagt, hier haben wir dann noch die weiteren Optionen halt. Ja. Falls war. Man weiß ja nicht, weißt du, wir wissen ja nicht, was alles noch in Rust kommt. Wir hoffen natürlich, dass noch viel kommt in Rust. Und so haben wir dann halt die Möglichkeiten, ne? Genau. So, pass mal auf. Jetzt müsste man ja schon fast wieder nach oben gehen. Aber jetzt wird es schon wieder heller. Also ehrlich, von da oben, ne? Da siehst du ja noch mal besser. Auch da hinten, da wo die Fabrik ist und so, ne? Schön. Das ist schon eine richtig, richtig coole Sau ist das. Ach, auch mit die Wolken, das macht schon was her jetzt. Ja. Das ist echt schon besser geworden. Mann, die Wolken ziehen richtig schnell. Ja. Da ist richtig Wind in der Backen drin. Es windet. So, jetzt musste ich mich gerade noch mal kurz muten, einmal noch mal räuspern für die Schlussansage. Denn, ja, pass auf, wir gehen mal eben ins Haus rein. Ja. Safe is safe. Ach, scheiß was drauf. Komm, wir gehen noch mal eben kurz runter. Dann sind wir da auch eben schnell. Und ich kann ja schon mal mit der Abmoderation anfangen. Also, Hänschen klein ging allein in den weiten Popo. Hier, hast du gar kein Holz reingetan. Weißt du was? Ich mache dir jetzt echt ein Let's Play Together mit dem Ofen. Da habe ich, glaube ich, mehr von. So, pass auf. Also, das heißt, das kommt jetzt wirklich überraschend für euch. Aber wir werden mit Rust weitermachen. Morgen kommt die nächste Folge. So, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen. Ja. Und wenn es euch gefällt, gebt ruhig einen Daumen hoch. Und ihr könnt auch gerne kommentieren, auch wenn ihr mal Vorschläge habt, was wir hier noch alle so für einen Blödsinn anstellen können. Und ja, da wir ja noch nicht wirklich so einen Bekanntheitsgrad haben, ja, wäre es ja geil, wenn ihr uns vielleicht auch weiterempfehlen würdet, wenn euch das natürlich hier selber gefällt. So, ansonsten natürlich nicht. Nee, genau. Ansonsten auch. Immer weiterempfehlen, egal ob es euch gefällt oder nicht, mein Scheiß was drauf, ne? Einfach angucken, ne? Okay, ich kann mal jetzt ein bisschen bügeln bei einem. Ihr könnt ja dazu sagen, dass es scheiße ist, aber guckt es euch trotzdem an. Genau, richtig, richtig. Einfach mal trotzdem angucken, ne? Ja, wie gesagt, wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge und wir sagen Tschüss.